Sah gerade so aus. Ist aber keiner. Einfach nur die Hirngespinste von mir. Und Ratten. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elisabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren. Diese Tür gefällt mir gar nicht. Laut Radar ist ja kein Toter, also Tote schon, aber keine aggressiven Zombies. Das ist doch schon mal viel wert. Trotzdem gruselig. Ich möchte gerne mal sitzen, wo der eigentlich herumsitzt und sich ein Ei pellt. Ja, ach hier lang. Kill und dead. Dunkel wie im Arsch, aber ohne Mist. Eigentlich scannen, aber geht nicht. Der Palace hat seine Vorzüge. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung, ein Hochsicherheitstrakt. Du kannst deinen Arsch verwenden, dass die jede Menge Waffen und Munition bunkern. Ja, mir reicht schon mal die Pistolenmunition, die ich ab und zu mal finde. Lustiger ist auch, dass noch mein Windows 10 im Hintergrund irgendwelche tollen Geräusche macht. Ohne Grund. Was sagt mir, dass ich da nicht rein will? Das könnten nur Ratten sein. Mich allerdings nicht drauf verlassen. Kommt man nicht durch? Aber hier kommt man durch. Hier liegen Tote. Der ist nicht tot. Der hat gerade rot geleuchtet, ich habe es gesehen. Der leuchtet immer noch rot.
Bäh. Das ist sogar mit der normalen Taschenlampe dunkel. Das Safehouse. Aha, kommt hier also nirgendwo durch. Geil. Na toll. Ein Labyrinth auch noch. Really? Toll. Turnen auch noch da oben rum oder was? Komm ich hier weiter? Nö. Nicht gerade das idealste Wetter, um hier irgendwo rumzuturnen. Okay, da unten ist irgendwas. Kam der denn eigentlich her? Von hier? Damit wären wir wieder voll. Bis zum Rand. Ganz gespannt auf die Kamera. Kann man mal von hinten einen kleinen Hieb geben. Wo kamen die denn her? Von dem Container, wa? Nun, fall doch mal um hier, du. Joa! Alter, hab ich mich erschrocken. Von wo? Ich tauche auch immer einfach auf. Jetzt haben wir es hoffentlich. Da kommt schon wieder hinter mir runtergefallen. Der hat sogar was einstecken. Guck mal an. Schuss-Pistolen-Munition, falls es mal eng werden sollte. Hauptsache, der Strom funktioniert noch. Das ist immer die Hauptsache. Oh! Das ist eine Schrotflinte. Nee, was ist denn das? Eine andere Pistole, warte mal, jetzt muss ich mal was wegschmeißen. Oh, ich habe eine Idee.
Oh fuck. Oh fuck. Zu lange überlegt. Nicht überlebt, überlegt. Alter, da hat er mich aber ganz schön zugerichtet, der Junge. Ich wollte die Mine vor die Tür legen und dann drauf schießen, wenn die reinkommen, damit sie in die Luft gehen. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Ah, wenn der mal nicht aufsteht. Kein freier Platz im Rucksack. Toll. Was hat er denn nochmal eingesteckt? Super. Was zum Teufel ist das denn für ein Bug? Naja. Whatever. Ah, hier, guck mal. Sehr gut. Haben wir nicht noch mehr so eine Kiste? Ah, hier, 180 Grad Turnscript. Normalerweise verboten in der ESL. Habe ich jetzt 300 Raben markiert? Sehr clever von mir. Sehr clever. Och, guck mal an. Tote Ratten. Auch um Lebensenergie aufzufüllen. Tote Ratten essen. Na, sehr geil. Hm, muss nicht sein. Und du? Molotov-Cocktail. Wenn ich jetzt noch Platz dafür hätte. Was werfe ich weg? Molotov Cocktail ist auf jeden Fall geiler als so eine komische Lampe. Alter! So, und somit hätten wir schon wieder einen Haufen Lebensenergie verloren. Also für einen Schlag ist es schon wirklich ganz schön ordentlich, muss ich sagen. Hatte ich nicht da drin noch was liegen? Nee, Bretter. Nee, Mist. Der hatte doch was, aber jetzt kann ich es aufheben. Nichts dem Zufall überlassen. Oh! Oh, mein Gott! Feuerkraftaufwertung. Verstärkt die Feuerkraft aller Waffen des gleichen Modells erheblich. Kann nur an einer Werkbank angebracht werden. Oh. Wäre auch zu schön gewesen. Du, noch am Leben? Alter!
Mörderkraft, wa? Gucken wir mal durch die Runde. Der hat einen Helm auf, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Ja, dachte ich mir. Kugelsicher. Muss sein. Nix mal frei. Ne. Oh ja. Not bad, not bad. Die macht ein bisschen mehr Schaden. So, was haben wir denn hier jetzt für... Ich hatte doch gerade irgendwie einen Skill Boost. Meine Fähigkeiten. Achso, ja. Konnte ich ja nicht mehr aufnehmen. Wie viel Schuss habe ich da? Noch 15 nachladen. Na Mensch, holla, die Waldfee. Hallo. Nichts drin, verdammt. Ich glaube, ich mache sehr auf mich aufmerksam. Ja. Da ist auf jeden Fall ordentlich was los. Abgeschlossen, was? Mach nicht. Du musst das Schloss knacken. Finde ein Werkzeug. Suche einen Dietrich. Suche an einem verransten, brennenden irgendwas einen Dietrich. Ein Problem. Sieh mal aufs Dach. Jemand hat die Fahne falsch rumgehisst. Das ist ein Notsignal. Vielleicht lebt da drin ja noch einer. Wie Inventar ist voll. Bestimmt einfach nur Munition für das Kaliber da. Was mir eh nichts bringt. Naja. In der Nähe ist ein Rahmen. Vielleicht findest du da, was du brauchst. In der Nähe, AK zwei Schritte weiter. Immerhin schon mal kein Untoter. Das ist schon mal was. Aktivieren? Ah, da haben wir eine Werkbank. Hm. Steuerung 3.0. Was habe ich denn hier? Ich das jetzt aufwerte oder was?